Hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich das erste Mal ein SRS-Rennen auf. Ich habe schon einige gefahren, um mich mal ein bisschen dran zu gewöhnen und mal zu schauen, wie das alles so funktioniert. Funktioniert echt gut. Ja, jetzt habe ich mich hier für den Seat TCR entschieden. Ist ein Mod-Auto und ist echt klasse. Und das Rennen, das ist hier eine Serie, wo sich mittlerweile 92 registrierte Fahrer angemeldet haben. Wir können joinen. Und die ganze Sache ist echt sehr beliebt. Wird einmal in der Woche gibt es dieses Rennen. Das ist mit einem ehemaligen Rennfahrer begleitet, der dann natürlich auf Server 1 fährt. Bei 92 Fahrern schauen wir einfach mal, wie viel Splits da gibt. Ja, hier wird noch mal kurz darauf hingewiesen. So, ich bin natürlich nicht in Server 1, was auch vollkommen richtig ist, weil mein Rating mit 380 Punkten das auch gar nicht zulässt. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Practice Time. Wir gucken mal, wie viele Fahrer hier noch joinen werden. Ich gehe mal davon aus, auch hier wird das relativ voll sein. Ich habe mir angewöhnt, in dieser Ansicht hier zu fahren, dass man das Lenkrad nicht sieht. Aber das passt so mit dem Field of View alles ganz gut. Aber jetzt geht es einfach nur noch mal kurz darum, hier noch mal ein, zwei Runden zu fahren. Da sind schon die Reifen blockiert, weil ich habe natürlich komplett vergessen, meine Bremswirkung zu reduzieren. Ich fahre immer so auf 85%. Und schon die erste Wurst mitgenommen. Na komm, jetzt was machst du denn? Mein Sitz passt auch noch nicht so ganz, also von daher, das ist ja jetzt nur zum Warm-up. Stehen Sie schon links und rechts am Rand, aber die Runde nutze ich mal, um die Boxeneinfahrt zu üben. Ich glaube, das wird hier einer der Schlüsselstellen werden, noch viele rausfliegen werden. Ich hoffe nicht, dass es mir passiert. Aber jetzt geht es einfach nur mal daran, in die Box reinzufahren, weil die hat es nämlich auch in sich. Rums, wunderbar. Wir gehen mal zurück in die Box. Das hat ja schon mal super geklappt. Ja, ich habe mir hier ein kleines Setup schon mal eingestellt. Ich bin mal gespannt, was hier alles gesperrt ist. Reifendruck, genau, das ist gesperrt. 80 Liter, ich habe das mal ausgerechnet. Weil 170% ist Benzinverbrauch. Normalerweise braucht man 2 Liter. Ich habe jetzt mal mit 3,5 gerechnet. Wir fahren eine Stunde. Ein Boxenstopp ist Pflicht, was wir machen. Von daher werde ich den ersten Stint, naja, grob 30 Minuten fahren. Und wir gucken mal hier in der Boxenstrategie. Ich werde nochmal 80 Liter dazuladen. Und natürlich die Reifen wechseln in der Zeit. Und was ich auch noch einstellen werde, ist, dass natürlich alles repariert wird. Ich gehe mal davon aus, hier wird es heute einige Crashes geben. So, das Setup ist mehr oder weniger fix, was auch gut so ist. Braucht man sich nicht darum zu kümmern. Auch hier, das ist leider fix. Gut, und hier sieht man, habe ich die Bremsbalance ein bisschen erhöht und die Bremskraft deutlich reduziert. So, die Practice Time ist jetzt eh vorbei. Dann warten wir mal ab, dann geht es gleich ins Qualifying. Mein Ziel ist es einfach, ein schönes Rennen zu haben und mal gucken, was heute geht. Ja. Natürlich schön, wenn ich unter die ersten 10 komme, aber eine Stunde Fahrzeit ist erstmal anstrengend.
Mir geht es auch darum, so wenig Unfälle wie möglich selbst zu verursachen, beziehungsweise in welche verwickelt zu werden, um mein Rating hier einfach bei dem SRS-System weiter zu verbessern. In den allerersten Rennen hatte ich irgendwie immer ein bisschen Pech, nenne ich es jetzt einfach mal. Da war ich relativ häufig in Unfälle verwickelt. Aus seiner Sicht sieht man das ja immer, dass man schuldlos ist. Naja, ich glaube, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Ja, jetzt warten wir mal ab, bis die letzten hier vorbeigefahren sind. Ach ja, da kann ich in der Zwischenzeit hier auch schon mal das hier einstellen mit der Reparatur. Das heißt, wenn ich dann in die Box komme, wird mein Preset 1 dann abgearbeitet. Ja, wir gucken einfach mal, wann ich da in die Box am besten fahre. Ich muss auch mal sehen, wie das ganze Rennen so läuft. Ich hoffe mal nicht, dass ich früh reinfahren muss wegen einer notwendigen Reparatur. Aber schauen wir einfach mal. So, jetzt bin ich wieder gespannt. Jetzt werde ich natürlich hier meinen Sprit entsprechend nochmal deutlich reduzieren. Weil man merkt schon bei dem Seat, ob der vollgetankt ist oder ob der nicht vollgetankt ist. Wir merken uns jetzt mal, ich bin mit 29 Liter losgefahren, was der jetzt die Runde hier verbraucht, ob meine grundsätzliche Rechnung mit den 170% überhaupt stimmig sind. So, jetzt geht es erstmal in die Warm-up-Runde. Das heißt, hier ein bisschen Abstand halten, dass man dann nachher beim Qualifying nicht in den Verkehr reinkommt, sondern freie Fahrt hat. Was immer bei solchen Rennen faszinierend ist, dass Leute jetzt schon in dieser Runde versuchen, alles zu geben. Im Sinne von, ich bin der Schnellste, ich bin der Beste und fliegen schon raus und verrammeln sich das Auto. Letzte Woche war das Rennen auf dem Nürburgring, Nordschleife. Da ist das natürlich eine Katastrophe, wenn du dir in der Aufwärmrunde schon das Auto verrammelst. Weil dann musst du wieder eine ganze Runde fahren, bis die nächste Runde dann tatsächlich zählt, wenn du in die Box musstest, was zu reparieren. Da habe ich das erste Rennen mitgemacht in dieser Serie und das hat echt Laune gemacht. Ich hatte auch Glück mit den beteiligten Fahrern, dass das richtig gut ablief. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Ja, schon hier leicht über die Wurst gekommen, aber kein Problem, das ging noch. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Fahrer sind, was mich hier erwartet. Was macht er jetzt vor mir? Naja, warten wir mal ab. Er gibt zumindest mal Gas, das ist schon mal gut. Die Stelle ist mir eben sehr gut gelungen. Das wird mir öfters passieren, dass mir die Reifen blockieren, aber in ganzen Trainingsrunden hat das zum Glück keine Auswirkungen gehabt, dass das Lenkrad geschlagen hat. So, 10. Platz, wir fahren natürlich noch ein paar Runden. Und ich glaube, meine 170% Rechnung mit dem Sprit hat gestimmt. Es
war nämlich jetzt knapp 4 Liter, also passt meine Rechnung. Ja, hier habe ich mich komplett vertan mit der Bremserei. Kann man das eigentlich mit dem Gaslupfen lösen? Dafür habe ich die Kurve umso besser genommen. Ein bisschen Zeit liegen lassen. Hier kann man über die Wurst fahren, da passiert nichts. Hier muss man nur aufpassen mit den Track Limits rechts, dass da mit den Reifen man nicht drüber kommt. Also mit 4 Reifen. So, ich bin 15. Jetzt hat die Kurve viel besser funktioniert. Bleib du mal schön stehen, du. Ja, da hat mich ein bisschen behindert auf meiner schnellen Runde. Aber ob ich jetzt von 14 oder von 15 aus starte, ist eigentlich ziemlich egal. Auf jeden Fall für mich eine neue schnelle Runde. Mal sehen, ob mich das auch nach vorne bringt in der Startaufstellung. Ja, um einen Platz, wie ich es eben schon vermutet habe. Jetzt wird es interessant, wie die hier Platz machen, die jetzt aus der Box rausgefahren kommen. Ja, hat sich gut eingereiht. Ganz optimal genommen die Kurve. Das war ganz knapp an den Track Limits. 18. Also ich habe das Pech, sage ich jetzt mal, dass ich in einem Server gelandet bin, wo wirklich gute Fahrer sind. Meine persönliche Bestzeit, die ich im Training erreicht habe, ist 1:30,4. Bin ich noch ein bisschen von entfernt.
Aber so ein Rennen ist ja auch lang. Dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, ich bin ein bisschen vertan mit dem dritten Gang. Das kann man auch gut im vierten Gang fahren. Skins unavailable. Carry on. Jetzt komme ich doch sehr nah an meine persönliche Bestzeit ran. 12. Also ist das Feld extrem eng. Hier mal die weite Linie probiert, um früh ans Gas zu gehen. Das wird jetzt auch die letzte Qualifying-Runde sein. Na gut, das kann ich jetzt auch abbrechen. Alles gut. Gehen wir zurück an die Box. Und dann... Ach, das war natürlich Quatsch. So. Tank. So, haben wir. Wenn ich ansonsten, ja, wir gucken mal, wie das passt mit dem Sprit alles. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die letzten an die Box kommen. Wir gucken uns jetzt noch mal hier den Stand an. Ah, das ist natürlich deutlich schneller. Ja, 2 Sekunden langsamer als die Besten. Fuel Rate 100%. Okay, dann können wir natürlich hier die Pitstop-Strategie nochmal ändern. Gut, dass ich das noch nachgelesen hatte. Ich dachte, es wäre anders. Machen wir hier nochmal. Okay, gut. Dann wünsche ich mal auf einen guten Rennverlauf, dass das alles funktioniert. Dass auch vor allen Dingen kein Schaden in der ersten Runde gleich erfolgt, sondern dass das alles vernünftig abläuft. So, die Startampel wird angezeigt. Da hat es soweit schon mal gelungen. Jetzt hoffen wir mal auf die erste Kurve. Ich würde mal sagen, der Start war mehr als mäßig. Ich will mich wirklich aus Unfällen raushalten.
Ja, wie erwartet war es doch alles sehr eng bis jetzt. Okay, Glück gehabt. Der hinter mir, der wird mich jetzt wegrammen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Komm, fahr vorbei. Wie gesagt, das Rennen ist eine Stunde lang. Es wird nicht in den ersten zwei Runden entschieden. Gehabt, aber viel Zeit verloren. Okay, irgendwie bin ich von einer Stunde Rennzeit ausgegangen. Ich sehe gerade, das ist nur 20 Minuten Rennen. Dann habe ich mich komplett vertan hier mit allem. Ich bin noch davon ausgegangen, weil letzte Woche die Nordschleife ein 1-Stunden-Rennen war, dass das immer ein 1-Stunden-Rennen ist. Dann gibt es natürlich hier auch keinen Boxenstopp und nichts. Und mein Sprit, den ich mitgenommen habe, da kann ich mehrere Rennen mit bestreiten. Alles klar. Das heißt, nächstes Mal besser durchlesen. Egal. Jetzt geht es erstmal darum, dann die letzten 16 Minuten knapp unfallfrei zu überstehen. Das war knapp an der Zeitstrafe vorbei. Schön die Reifenspuren vom harten Anbremsen. So, jetzt hat sich das hier auch alles mal ein bisschen beruhigt. Ich kann endlich mal schön Rennen fahren. Hier konnte ich richtig aufholen auf meinen Vordermann. Vielleicht habe ich ihn gerade ein bisschen nervös gemacht. Er hat mich vollkommen den Bremspunkt verpasst.
Auch wenn der linke Hinterreifen so ein bisschen flackert, im Lenkrad merke ich zum Glück nichts. Der Mann scheint etwas aufzuholen. Das war richtig schlecht gefahren. Nur 12 Minuten sind zu fahren. Sprit muss ich mir wirklich keine Gedanken machen. Kommst du hier nicht innen vorbei? Dankeschön, hast du gut mitgespielt. Ich war auch vor dir. Ganz knapp an der Wurst vorbeigepeilt. So, der Abstand zu meinem Hintermann, den kann ich zumindest mal aktuell kontrollieren. Bisschen verloren auf ihn. Aber auf meinen Vordermann mache ich leider auch nichts gut. Habe ich richtig scheiße gebaut?
Jetzt habe ich neun Gegner, die haben sich wohl gegenseitig eben überholt. Einer hat schon disconnected. Ja. Das war natürlich absoluter Blödsinn eben. Alles hart am Limit. Schön die Tür zugeschmissen. Zum Glück hat er mitgespielt, ist mir nicht reingerast. Knapp 6 Minuten Renndauer. Das wird jetzt wirklich noch ein harter Fight. Jetzt echt in erster Linie darum, keine Unfälle zu haben. Ach, scheiße. Um einfach hier mein Rating zu verbessern. Der Abstand zu meinem Hintermann, eine gute 4 Sekunden. 4 Minuten. Vielleicht machen ja meine beiden Vorderplatzierten noch irgendwelche Fehler, gerade jetzt hier im Duell. Jetzt sind es nur noch 20 Fahrer. Vollkommen verbremst die Kurve. Gelbe Flagge, was heißt das? Ja. Alles gut, sind noch beide vor mir. Liefern sich aber einen harten Fight.
Abstand zu meinem Hintermann konnte ich grob halten. Ich schätze mal, es wird jetzt die letzte Runde sein. Er muss nochmal richtig Gas gegeben haben, eben zum Schluss. So. Warum ist die Fahne noch nicht da? Wundert mich. Ausgegangen, dass es die letzte Runde ist. Okay, nochmal eine schöne Position eben verschenkt, weil die Zeit war abgelaufen und es wird trotzdem noch eine Runde gefahren. Jupp, super. Sehr strange. Naja, gut. Jetzt ist er da. Die Fahne, alles klar. Jetzt wurde ich 14. von 17, keine Ahnung. Ich schätze mal, zum Schluss kommt 16. oder sowas raus. Okay. Ja, das Rennen war irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich bin von einer Stunde ausgegangen. So habe ich das in der Beschreibung auch gelesen. Ich bin davon ausgegangen, 170% Sprit wird verbraucht. Irgendwie hat meine komplette Vorbereitung nicht funktioniert. Dadurch auch nie so richtig den Rhythmus bekommen für das Rennen. Das soll keine Entschuldigung sein. Die anderen Fahrer waren natürlich extrem gut. Wenn ich allein die Zeiten sehe, der ersten mit unter 1,30, da hätte ich auch nicht mithalten können. Hier macht das jetzt keinen Sinn, da nochmal reinzugucken. Wir gehen mal hier raus. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob das Ranking schon zu sehen ist. Standing. Ne, hier ist es noch nicht drin. Dann gucken wir mal bei den angestrengt bin ich. Hat Spaß gemacht, aber so Laguna Seca, Server 1. Ich sag mal nein. Da gehörte ich nicht hin. Wenn ich hier allein die Zeiten sehe, 1,27, das ist natürlich schon eine ganz andere Liga. Und ja, das ist.
So, Server 2 ist jetzt. Oh, ich war auf Server 2. Okay. 16. wurde ich, ja. Auch hier natürlich von meiner Bestzeit ist 1:30 4 weit entfernt. Also wenn ich die konstant fahren würde, hätte ich mich zwischen 11 und 12 einreihen können, so wurde ich 16. Aber was gut ist, ich habe nur einen Unfall. Von daher zwar nur 48 Punkte insgesamt erfahren, minus den einen Unfall, ergibt 45 Punkte. Naja, wenn ich jetzt hier sehe, der Victor de la Fuente hat 9 Unfälle, 80 Punkte bleiben im 53. Also ich denke mal, meine Taktik ist zumindest mal aufgegangen. So, jetzt gucken wir noch mal hier. Drivers Rating. Genau, jetzt ist das hier auch berücksichtigt. Ich gehöre zu den besten 2.500 weltweit. Ich glaube, 11.000 oder so sind angemeldet. Also ich habe noch Luft nach oben. So, vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Das war's. Ich werde weiterhin jetzt in Zukunft wieder mal was streamen hier. Ich hoffe, ich bin dann besser vorbereitet auf die Rennen. Ich kann es nur empfehlen. Es macht richtig Spaß, hier dieses Sim-Racing-System mitzufahren, sich zu registrieren dafür. Ist alles kostenlos und es sind schöne Rennen, harte Rennen und natürlich will jeder der Beste sein. Aber man hat gesehen, wenn man so ein bisschen vernünftig sich verhält, dann kann man Unfälle vermeiden und dann sage ich mal, macht das so mehr Sinn, als stur draufzuhalten und den anderen aus der Kurve abzuschießen. Wenn ich hier nochmal kurz gucke, also der erste hier, der Niederländer, der hat nur 0,5 Inzidenz. Also das ist, oder auch hier, ja, das ist natürlich schon Weltklasse, dem sein fahrerisches Können. Alles klar, vielen Dank, bis dann, tschüss.